Leute, ihr Lieben, willkommen bei unserem neuen Video. Ich heiße Stefan. Ich bin Lara und zusammen sind wir 11 Freunde. Okay, Leute, also, heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar habe ich lange recherchiert und einen super professionellen Lügendetektor gekauft, weil Elf Freundin immer so viel lügt und ich angeblich auch. Deswegen mussten wir heute einfach diesen Test machen und diesen Lügendetektor kaufen, okay? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Die Wahrheit kommt ans Licht. So, und natürlich haben wir uns noch was überlegt. Das heißt, jeder, der lügt, bekommt Schläge mit diesem Pfannwender oder was ist das? Ist das ein Pfannwender? Ja. Ich kenne mich mit Küchenprodukten nicht aus, aber auf jeden Fall kriegt der Schläge mit dem Ding hier, okay? Also, wir zeigen euch das einmal. Steh mal auf. Wenn jemand lügt, dann geht's direkt so. So, okay. So, und ey, Freundin, darf noch Werbung machen. Oh mein Gott. Merch ist online. Merch. Der Merch ist online. Merch. Ja, okay, das waren geht zu viele die, Worte. Geht auf die elfreundin-shop.de Seite. Wird hier wahrscheinlich auch noch drunter geschrieben. Jetzt geht's los mit dem Video. Let's go. Also Leute, unter Aufsicht von Rocky werde ich jetzt erstmal diesen Lügendetektor hier einstellen, damit auch alles richtig eingestellt ist und auch damit das alles recht ist. Damit hier nicht beschissen wird. So, das wollte ich sagen. Sprachen lernen, Bubble. So, ja, hier, drück auch mal ein paar Knöpfe, dass alles richtig ist. Ja, stimmt. Rocky, stimmt das so? Professionell. Pfote? Ja, alles klar. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Wer soll denn starten, Sebastian? Also, Stefan, du fängst mal an. Ich fange an. Ja, zieh mal okay. Auf. Dann fange ich jetzt an. Hey. Okay, warte, ich hole das einfach hierher. Okay. Also, du weißt ja wieder. Aber nicht manipulieren. Nein. Okay. Ich halte es nur fest. Stefan! Ja. Du siehst aus wie Inspektor Gadget. Hauptsache auf Mütze, aber ist nicht schlimm. So. Warst du schon mal so betrunken, dass du dich an nichts mehr erinnern kannst? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Das werden wir jetzt rausfinden. Sag mal! Okay, warte, ich stehe ja schon auf. Okay. Okay, ich habe vielleicht mal an Silvester mal einen Schluck Bier getrunken, aber sonst so betrunken war ich noch nie. Ach, du warst ja auch auf den Arsch. Ah! Oh! Mann, das ist ein scheiß Spiel. Das fängt ja schon mal super an. Okay. Hallo, das ist professionell. Das muss verbunden sein mit deinem Gehirn. Lara? Ja? Tu deine Finger schon mal drauf. Nicht bescheißen. Hast du schon mal etwas geklaut? Niemals. Niemand klaut. Ich klaue nicht. Nein. Die hat safe schon geklaut, ey. Nein. Obwohl, ich habe tatsächlich eine Story dazu. Jetzt komm. Nein, das war im Kindergarten. Da war ich eifersüchtig meine Freundin, weil die hatte Geburtstag und zum Geburtstag hat man einen Stempel geschenkt bekommen, so einen großen, so einen heftigen. Und den habe ich aus ihrer Tasche genommen und in meine Tasche getan. Und dann mussten meine Eltern in den Kindergarten kommen. Hallo, Hilfe, ich bin mit einer Kriminellen zusammen. Nachbarn, wenn ihr mich hört, helft mir, ruft die Polizei. Ich war schon im Kindergarten. Boah. Danach ist nie mehr was vorgekommen, aber... Jetzt sei lieber ruhig, ey, sonst bekommst du noch einen Knast. Okay. Stefan. Ja, ich setz das Ding auf. Pinkelst du in der Dusche? Ja. Ich pinkel gerne in der Dusche. Pinkeln in der Dusche ist doch angenehm. Siehst du? Ich bin ein ehrlicher Mensch hier. Aber voll. Okay. Ja. Ähnelt Stefan deinem Dad? What? Nein! Denkst du an deinen Dad, wenn du mich siehst? Nein! Boah, mein Herz. Ich schwitze schon. Was sind das für Fragen? Ich mach keine Angst dafür. Ich mach das jetzt einmal an meine Achillessehne, weil da läuft viel Blut durch. Okay. Dein Plattfuß. Stefan, hattest du schon mal eine Fantasie mit dem gleichen Geschlecht? Nein. Ja, ganz entspannt. Ich bin hetero. Ich liebe Frauen. Zum Glück.
Alle? Nein! Oh Mann! Das ist eine Zwickmühle! Unmöglich! Du bist unmöglich. Hast du schon mal gegen das Gesetz verstoßen? Nein. Das war aber nicht sehr überzeugend. Nein, hab ich nicht! Du bist kriminell! Aufstehen! Aufstehen! Du bist kriminell, du klaust und bist böse. Was hast du denn schon mal gemacht? Mit 15 Alkohol getrunken. Boah, du bist erst 19. Das war erst vorgestern. Das, da kommt so viel Kacke hier bei uns. Oh, das hat echt weh. Du bist wirklich unglaublich. Hast du mal etwas bei TikTok gemacht oder hochgestellt, was dir im Nachhinein peinlich war? Ja. Aber ich hab's wieder runtergenommen. Oh mein Gott! Ja, ich glaube, weiß auch nicht, was das jetzt bedeutet. Auf jeden Fall, ich habe mal ein Video hochgeladen, wo ich übertrieben gepupst habe. Ja. Aber volle Kanne gefurzt. Das können wir jetzt eigentlich hier einblenden, dabei, das ist so geil. Boah, soll ich das, können wir das echt einblenden? Ja. Okay, ich schick dir das, ja. Oh. Da war ich noch in München am Leben, da habe ich im Hausflur so gepupst einfach. Da habe ich so lululu und hab so voll gepupst und dann, nochmal gepupst. Lululu. Ich schick euch, können wir einblenden, das Video. Wer das nicht sehen will, jetzt Ohren zu, Augen zu. Schwangerschaftstest. Bist du schwanger? Lara, hast du jemals einen Post von Stefan gesehen und das im Nachhinein für schlecht empfunden? Nein. Ich hoffe es für dich, Mädel. Glück das war wirklich ernst gemeint. Also deinen kleinen Bizeps. Ja. Bist du manchmal genervt von Lara? Nein, auf gar keinen Fall. Das war so böse. Oh Mann! Das ist ey, du, fair! Ey, du gehst dir doch manchmal schon selber auf den Sack. Dafür gibt's zwei. Der war nicht gut. Mann! Das war wirklich böse. Ja, aber du gehst dir doch... Was ist passiert? Du nervst dich. Warte. Wie sollen wir das verbinden? Warte, wir setzen das auf meinen Kopf und ich halte. Und dann werden wir erfahren, ob du lügst. Okay, die Frage geht an Lara. Hast du dir jemals selber in die Hosen gemacht? Nach der Schulzeit? Nein. Nein. Hey, was ist das? Boah! Du bist kriminell, böse und scheißt dich ein. Du bist so ekelhaft, ey. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal bedenken hier mit der Beziehung, ey. Hier kommen Sachen raus. Deswegen hast du immer so braune Streifen in deinen Tangalavangas, ey. Pfui Deibel! Oh mein Gott! Aufstehen! Warte, ich muss erst aufstehen. Nee, ich will nicht auf deinen Arsch, und da ist bestimmt Kacke drin. Ich will Pfui Deibel, du bist echt unmöglich, ekelhaft. Ich mach das wieder fest. Hast du schon mal was etwas Unanständiges in der Öffentlichkeit gemacht? Ich muss überlegen. nee, ich glaube nicht. Nein! Glaubst nicht? Nein! Wahrheit. Glück gehabt. Ich bin vernünftig, nicht so wie du. Denk mal drüber nach, ey. Ja, du bist direkt dran. Warst du schon mal nackt auf einer Party? Nein! 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 Das werden wir sehen! Das war wirklich die Wahrheit. Bist du sicher? Ich bin sowas von so sicher. Kennst du die Lieblingsfarbe von Lara? Und wenn ja, welche ist es? Ja, blau! Scheiße! Ist nicht blau deine Lieblingsfarbe? Nein. Grün? Nein. Was denn? Du hast zu viele Lieblingsfarben, oder was? Also ich... Schwarz ist ja keine Farbe, ne? Aber ich mag Schwarz schon sehr gerne. Aber was ich sehr feier, ist beige. Das müsstest du wissen, weil ich habe immer beige Sachen an. Immer beige Sachen an. Oh. Oh. Einmal schlagen.
Jetzt gibt es noch zwei Fragen, die ihr gemeinsam beantwortet. Das heißt, ihr könnt so beide euren Finger drauf machen. Okay. Das Ding über euren. Zusammen aufsetzen. So. Liebt ihr eure TikTok-Community? Yeah! Über alles! Ja! Oh. Wir lieben euch! Warte, liebt ihr eure YouTube-Community? Ja! 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 Setz doch auf! Wir lieben unsere YouTube-Community! Wir lieben euch alle! Okay, dann noch eine. Okay. Würdet ihr TikTok für 1 Million Euro löschen? 1 Million? Nein. Ich nicht. Nee. Das ist aber nicht so überzeugend. Das war wegen Lara schon wieder! Du kriegst Schläge, weil du was. TikTok-Community nicht lieben und für 1 Million Euro weggeben! Boah! Wo sind die Knöpfe? Du hast die Hecke geschmissen! Ich möchte, dass wir noch Rocky eine Frage stellen. Ist das okay? Ja. Okay. Wo ist der dritte Knopf? Rocky, hast du schon mal Essen von deinen Eltern geklaut? Jetzt, kommt raus! Oh. Heißt das ja, oder? Ja, hat er! Rocky! Unmöglich! Boah, schäm dich! Also, wir machen jetzt, glaube ich, die letzte Frage mit Rocky. Und da machen wir das so, dass grün ist Stefan, rot ist Lara und orange bin ich. Sebastian, unser Kameramann. Wen liebst du eher, Rocky? Bitte. Papa! Du hast dich richtig entschieden. Papa ist auch der Vernünftigste. Hier, deine Mutter. Okay. Gib mir meinen Hund wieder. Nein. Rocky, ich bin enttäuscht. Ich auch. Aber sowas von. Also Leute, wir sind fertig mit dem Lügendetektor-Test. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Ideen noch für uns habt an Videos, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Würden uns auf jeden Fall mega freuen. Möchtest du noch irgendwas sagen? Lieber. Ich bin auf jeden Fall mega enttäuscht von euch, Freunde. Ich bin nicht so kriminell, wie ihr denkt. Die ist kriminell. Okay, in dem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns nächsten Mittwoch um 18 Uhr.